Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 6. bis 12. Januar 2020. Ja, allen, denen ich es noch nicht gesagt habe, herzlich willkommen im neuen Jahr. Und wir wollen schauen, was wir für diese Woche für jedes Sternzeichen haben, allgemeine Legung. Und wir gucken, was für Karten wir haben. Für die allgemeinen Energien Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Dann haben wir das Arcanum-Tarot für die einzelnen Wochentage. Und das ist von Renata Lackner. Und ja, sehr schöne Karten. Dann haben wir das Tarot Familia zur Klärung der einzelnen Geschichten von Lisa Parker und von Colette Baron-Reed nochmal die Weisheitskarten in allen Lebensbereichen. Ja, das sind die Karten, die ich in dieser Woche verwende, und dann wollen wir schauen, was wir für dich ganz persönlich haben, allgemein. Bis gleich. Zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 6. bis 12. Januar 2020 oder 2020 und wollen schauen, welche Energien für dich in dieser Woche möglich sind, was du hoffentlich nutzen kannst, was dir hilfreich ist. Es ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht immer für jeden passen. Du ziehst dir das raus, was für dich hilfreich ist, und wir schauen als erstes, was von außen kommt. Welche Energien haben wir von außen, von den Mitmenschen zu erwarten? Den König der Erde. Stabilität und Sicherheit, auch ein bisschen Trägheit, ein bisschen Ruhe in allem, nichts überstürzt, überlegt, diszipliniert, das kommt von außen. Und wir schauen, wie das zu deiner Energie passt, wie du dich selber siehst, was dein Wunsch ist, deine Hoffnung und Ängste. Was gut ist in dieser Woche, was weniger gut ist und natürlich, wie das Ganze ausgeht, voraussichtlich. So, dann wollen wir sehen, was an den einzelnen Wochentagen los ist. Und das ist wie immer auch nicht abhängig davon, welchen Tag ich gelegt habe, sondern wann dir die Situation begegnet. Bei der allgemeinen Legung ist das bei jedem möglicherweise ein anderer Tag. Also halte dich nicht an dem, was ich gelegt habe, auf vom Tag her. Die Energie, die du mitbringst, die du deinen Mitmenschen zeigst, ist der Stern. Heilung. Heilung, aber auch, ich sag mal, nach den Sternen greifen, durchaus möglich. Das ist die Wassermann-Karte. Das ist auch, ja, die Dinge ja, verbessern für dich, für andere. Wir schauen mal, was wir haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, und das ist, wie gesagt, variabel für dich. Also, wie gesagt, das muss nicht am gelegten Tag passieren, das ist ja allgemeine Legung. Wie siehst du dich denn in dieser Woche? Transformation, das heißt, du merkst, Dinge verändern sich, du veränderst dich. Du hast vielleicht eine Veränderung in der Einstellung, in der Art und Weise, wie du Dinge angehst, oder du hast Neuerungen, du willst Dinge verändern. Dein Wunsch in dieser Woche ist die 10 der Luft. Alte Verletzungen oder vielleicht auch alte Erfahrungen hinter dir zu lassen, die schmerzhaft waren. Damit abzuschließen, das ist dein Wunsch. Hoffnung und Ängste haben wir die 3 des Feuers, 3 der Stäbe. Neues zu lernen, über den Tellerrand zu blicken, dich den neuen Dingen zuzuwenden, Neues zu lernen. Ja, das ist die Hoffnung oder die Befürchtung, dass du noch was zu lernen hast. Was ist denn gut für dich? Die 5 des Feuers, das ist auch manchmal ein innerer Konflikt, der so stattfindet. Bei der Transformation musst du bedenken, dass diese Veränderungen nicht so mal eben passieren, sondern das ist ein Mechanismus, der sich so vollzieht, langsam vollzieht, der nicht immer so eindeutig ist. Man ist heute so, morgen so, das kann in Stimmungsschwankungen auch ja, ausufern. Da musst du ein bisschen aufpassen. Du erkennst dich vielleicht selber mal nicht mehr so richtig. Aber es ist gut für dich, dass du das mit dir erlebst, dass sich Dinge verändern. Die 5 der Stäbe ist auch schon mal so ein Wettbewerb innerhalb von Menschengruppen, dass man miteinander so ein bisschen in Wettbewerb geht. Das kann sportlich sein, das kann aber auch so, ja, man pusht sich so ein bisschen gegenseitig. Es ist auf der Position gut für dich, also ist es nichts, was dir schadet. Und wenn du diesen Konflikt vielleicht merkst, dass sich was verändert, nimm es hin. Es ist was Gutes, es verändert sich im Positiven. Nicht gut ist die 7 des Wassers, 7 der Kelche.
Da bieten sich dir neue Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten, wenn wir jetzt auf deine Veränderung eingehen, könnten dich mehr verwirren, als dass sie dir nützen. Also konzentriere dich erstmal auf die Dinge, die du dir selber vorgenommen hast, auf die Dinge, mit denen du gerade so ein bisschen im Clinch liegst, in welche Seite oder in welche Richtung das tendieren soll. Versuche nicht noch zusätzlich Dinge aufzunehmen, von außen neue Dinge anzufangen in dieser Woche. Die könnten dich von dem, was eigentlich passieren sollte, abbringen und die Veränderung verzögern. Als Ausgang haben wir die Neun der Luft. Das sind unbegründete Sorgen. Ja, also du machst dir zu viele Gedanken darum, was jetzt mit dir passiert, warum das alles so ist, vielleicht auch warum von außen diese, ich sag mal, bürokratische Energie rüberkommt, sich um Details zu kümmern. Ich würde dir vorschlagen, arbeite eins nach dem anderen ab, mach dir nicht so viele Sorgen, die Veränderung ist gewünscht, Leben ist Veränderung, Transformation und deshalb wichtig und nötig und bringt dich ein Stück weiter. Am Montag die drei der Schwerter Enttäuschung. Vielleicht etwas, was du dir selber vorgenommen hast, funktioniert nicht. Da musst du umdenken, da musst du es verändern, Transformation eben. Hadere nicht so sehr damit. Fehler sind da, dass man daraus lernt. Auch wenn man sich im Ton vergriffen hat, dann kann man sich entschuldigen. Wenn man irgendwas gehört hat, was einem nicht gefällt, dann sollte man drüber nachdenken, ist da was dran? Wenn nicht, dann kann man sagen, nehme ich mir nichts von an. Es ist immer eine Frage, in welchem Bereich diese Enttäuschung vonstatten geht. Wir gucken erstmal weiter. Wir haben die Neun der Schwerter, das ist eben diese Sorge, dass die Sorgen nicht weggehen. Du musst dir vorstellen, das, was du in deinem Kopf so denkst, ist das, was du produzierst sozusagen. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese negativen Gedanken aus deinem Kopf langsam aber sicher entfernst. Vielleicht die Transformation vom zu negativen Denken hin zu, ich schaffe das. Am Mittwoch haben wir die Sieben der Schwerter. Da haben wir entweder dich oder jemand anderen, die Person möchte mit etwas davonkommen oder etwas verbergen. Ja, ja vielleicht sich durchmogeln, vielleicht irgendetwas, vielleicht auch eine Idee klauen oder es kann auch mit diesen Angeboten zu tun haben, dass dir da jemand hier was unterjubeln möchte, was es aber nicht wert ist. Wir gucken mal weiter. Donnerstag haben wir den Gehängten. Sich einen Überblick verschaffen über die Situation, wie sie gerade besteht. Gut für dich ist dieser innere Konflikt. Was habe ich, was will ich, wie kriege ich das hin? Die Hoffnung und Ängste, was muss ich lernen, wo muss ich mich kümmern? Ich soll über den Tellerrand gucken und ich muss aufpassen, dass man mich nicht versucht, über den Tisch zu ziehen. Sachlich, klar und in der Vogelperspektive. Freitag haben wir den Page der Kelche. Trotz allen Widrigkeiten freundlich, höflich, entgegenkommend sein. Oder es ist jemand sehr freundlich, sehr liebevoll zu dir und versucht dir ein bisschen zu helfen. Dann haben wir am Samstag den Page der Schwerter. Das sind Nachrichten, Informationen, kann mit diesem Angebot oder Angeboten zu tun haben. Vorsicht damit. Und wir haben die Königin der Münzen. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Das ist sehr gut. Das passt zu der Erdenergie von außen. Es geht darum, Dinge zu heilen. Das haben wir. Deine Energie ist Heilung. Für dich erstmal, ne? Hier 9 der Schwerter, da nochmal 9 der Schwerter, 3 der Schwerter, 10 der Schwerter. Wir schauen mal, wie diese Transformation in dieser Woche bei dir vor sich geht, wie du dich dabei fühlst. Da haben wir die 5 der Münzen, das ist vielleicht der Wunsch nach Rückzug, König der Münzen, so ein bisschen träge zu sein, so ein bisschen den Rückzug einzuleiten oder dich von dieser Erdenergie zu distanzieren. Das kann durchaus auch sein, ja. Vielleicht ist es auch eine behördliche Sache, die dich nervt, die dir Sorgen bereitet. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dich zurückzuziehen und in Ruhe und Muße darüber nachzudenken, nicht im Stress. 10 der Schwerter, 6 der Schwerter. Die Sorgen oder die Nöte werden sich langsam verflüchtigen. 7 der Schwerter, das haben wir hier auch. Du hast das Gefühl, dass dir immer jemand irgendwas neidet, wegnehmen will. Du möchtest das loswerden. Okay, wir haben die 3 des Feuers, wir haben die 4 der Kelche. Das, was du lernen, was du tun musst, vielleicht, wenn es zum Beispiel um etwas Behördliches geht,
gefällt dir gar nicht. Wir haben die 5 der Kelche, da ist Bedauern drin. Da haben wir 2 der Kelche, mit denen du arbeiten kannst. Das geht dich schon ganz schön an. Das nervt dich ganz schön, um es mal vorsichtig auszudrücken. 5 des Feuers, Ass der Schwerter und der Stern. Es geht darum, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie der Wettbewerb zum Beispiel aussieht, was die Leute von dir wollen und die Klärung herbeizuführen. Ass der Schwerter ist ein Neubeginn in Klarheit und Wahrheit. Und dann die Heilung zu vollziehen. Also sich erst genauestens über die Dinge, die da auf dich zukommen, zu informieren, zu reagieren und dann hinter sich zu lassen. 7 der Kelche, 10 der Kelche und 4 der Münzen. Die Angebote, die da kommen, die nicht gut für dich sind in dieser Woche, sind nur darauf bedacht, dir ans Geld zu gehen. Ja? Und ich denke mal, dass jemand da, weiß ich nicht, eine Behörde oder irgendwer, versucht dir was aufzuschwatzen, zum Beispiel ein Versicherungsvertreter oder irgendwas in der Richtung, wo jemand versucht, dir etwas zu verkaufen, anzudrehen. Sei vorsichtig damit, prüfe es, bevor du irgendetwas tust. 9 der Schwerter, König der Schwerter. Das ist eben dieser Fachmann, Sachverständige, Rechtsanwalt, Steuerberater, was auch immer du in dieser Situation benötigst. Ritter der Schwerter ist schnelle Energie, du brauchst Unterstützung und die solltest du dir eben auch suchen, ganz wichtig. So, dann haben wir die 3 der Schwerter, die 3 der Stäbe, das ist das, womit du dich beschäftigen musst, und die 2 der Münzen. Du hast nicht wirklich Lust dazu, das verstehe ich auch, aber es ist, glaube ich, notwendig. Such dir jemanden, König der Schwerter, der dir da Mitteilungen, Informationen geben kann. 9 der Schwerter, Ritter der Kelche und 7 der Stäbe. Jemand hilft dir, dich zu wappnen. Da ist jemand, der dir Ratschlag, Hilfe, Unterstützung gibt, dich gegen diese Dinge, die da auf dich zukommen, die dir vielleicht auch unnötig Sorgen machen, Hilfestellung zu geben. Das kann tatsächlich, wie gesagt, ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater oder ein Fachmann, ein Gutachter, wie auch immer sein. Und da bist du dann gewappnet, wenn du dir die Unterstützung holst. 7 der Schwerter, wir haben die Stärke. Wir haben die 9 der Schwerter. Deine Stärke ist es, dass du dich davon nicht unterkriegen lässt, dass du machst dir Sorgen, ja, aber du zeigst Stärke, du zeigst Widerstand, ja. Und wie gesagt, man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen und das kann man manchmal nur mit Hilfe eines Fachmanns. Die Herrscherin und der Gehängte. Also, die Dinge gehen voran, vielleicht langsamer, als du dir das wünschst. Dir selbst sind momentan wohl die Hände gebunden, aber du kannst dir Klarheit verschaffen und dazu brauchst du Unterstützung. Dann haben wir den Page der Kelche, Königin der Stäbe und König der Stäbe, Paarung. Das kann zum Beispiel auch im Sinne von, zum Beispiel ihr seid ein Paar und ihr habt den Halt, den ihr euch gegenseitig gebt, um diese Dinge gemeinsam durchzustehen. Und das ist sehr schön. Da ist liebevolle Energie drin, darüber liegt die Heilung, darüber liegt die Klarheit. Also du bist nicht allein damit, du bekommst nötige Unterstützung. Page der Schwerter, die Liebenden und die 10 der Stäbe. Indem man gemeinsam als Paar oder als Freunde oder als Familie die Dinge durchsteht, kann man die Lasten loswerden. Und man muss nicht alles alleine tragen. Und dann hat man Sicherheit und Stabilität mit der Königin der Münzen, man kümmert sich darum. Und wir haben den Ritter der Stäbe, das führt zu Begeisterung und Kommunikation. Also es geht darum, Dinge abzuwenden, Dinge abzuklären und dann eben aus dieser Situation in Abstimmung rauszukommen. Wir haben treues Herz. Gucken mal, was wir da noch für dich haben. Das ist die Nummer 35. Grundbedeutung Treue, Loyalität, Hingabe. Also du bist wirklich nicht alleine und jemand hilft dir. Die Botschaft, dein Leben steht zunehmend unter dem Zeichen der Loyalität. So wie du von anderen Menschen treue Beweise erhältst, bezeugst du umgekehrt ihnen gegenüber deine Verbundenheit, die aus einer tiefen und unbeirrbaren Gewissheit des Herzens stammt. Wisse auch, dass das göttliche Prinzip dir jederzeit die Treue hält. Welche Art deine äußeren Lebensumstände auch sein mögen, sei voller Vertrauen und Zuversicht, denn auf immer bist du geliebt, stehst du unter göttlichem Schutz und göttlicher Führung.
Ich denke mal, wie gesagt, es geht darum, dass du dir eine gewisse Sicherheit und Stabilität geschaffen hast, dass du eine Veränderung spürst und den Wunsch hast, Dinge, die eben vorher nicht gut gelaufen sind, hinter dir zu lassen. Und das solltest du in Ruhe tun und dich natürlich gegen Einflüsse von außen, die da negativ sein könnten, wappnen. Hier ist, du musst über den Tellerrand schauen. Vier der Kelche, es wird dir nicht alles gefallen natürlich und es gibt Dinge, die du in der Vergangenheit bedauerst. Dann haben wir die fünf des Feuers, der Wettbewerb. Du bist kämpferisch, du sorgst für Klarheit und für die Heilung. Ja? Nicht gut für dich sind Leute, die dir wirklich was wegnehmen wollen. Zehn der Münzen ist ja das, was du hast. Und daran hältst du fest mit den vier der Münzen. Du lässt dir das nicht nehmen. Du machst dir aber Sorgen. Und da haben wir den König der Schwerter, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht und schnell dafür sorgt, dass die Dinge geklärt werden. Da haben wir die Enttäuschung. Es geht darum, dass du etwas Neues lernst, was dir nicht gefällt. Du bist unentschlossen. Will ich das machen? Will ich das haben? Eigentlich nicht. Da machst du dir wieder Sorgen. Wir haben aber liebevolle, nette Energie, Unterstützung und wir haben das, was du bekommst an liebenswerter Unterstützung, gibt dir die Rüstkraft, die Dinge zu bestehen. Da ist wieder die Sieben der Schwerter. Du setzt dem Stärke entgegen, aber auch deine Sorgen. Die solltest du ein bisschen versuchen, gering zu halten. Hier verschaffen wir uns einen gemeinsamen Überblick. Das geht voran und da schauen wir weiter, wie es weitergehen soll. Das heißt, es ist für dich persönlich erstmal eine Stagnation, das geht nicht weiter, aber die Dinge laufen auch, ohne dass du etwas dazu beitragen musst. Hier haben wir die Paarung, König und Königin der Stäbe, Feuerenergie. Das ist, ja, das sind Leute, die zusammenhalten, die sich gegenseitig Zuneigung entgegenbringen. Das müssen jetzt keine Feuerzeichen sein, das können auch andere sein, die mit Leidenschaft und Liebe dabei sind. Wir haben den Page der Schwerter, Gespräche, Klärungen, auch die Liebenden in Beziehung und den Ballast gemeinsam zu tragen oder loszuwerden. Und hier haben wir sich kümmern um die, ich sage jetzt mal auch finanziellen Dinge, aber auch Partnerschaften, Begeisterung mit dem Ritter der Stäbe und Acht der Stäbe, Kommunikation. Und hier haben wir treues Herz, Loyalität, Zusammenhalt, ja. Und da ist Heilung drin, da ist Klärung drin, da ist sich Hilfe holen, bitte nicht zurückhalten, wenn es irgendwas gibt zu klären. Je eher, desto weniger Sorgen machst du dir letztendlich. Und du lernst etwas, auch wenn es ein bisschen ja, hakelig ist mit dieser Veränderung. Es gibt Veränderungen immer, ja, ich denke mal steuerlich oder ne, irgendwas im Geschäft oder im Job. Ne. Da musst du halt dir die Stärke aus den Beziehungen holen, beziehungsweise von den zusätzlich gewählten Fachleuten, die dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und ich hoffe, dass du siehst, dass du nicht alleine bist, dass dir jemand zur Seite steht, dir hilfreich die Hand reicht, um die Heilung hervorzubringen und dich unterstützt und du sehr schöne Kommunikation hast, liebevolle Energie, Ballast abzuwerfen und dir nicht mehr so viel Sorgen machen musst, ja? Ja, mein lieber Widder, ich hoffe, das war hilfreich für dich. Wünsche dir viel Erfolg dabei und würde mich natürlich auch über deine Kommentare freuen, inwieweit das für dich stimmig ist, geholfen hat. Und wenn es geholfen hat, gern ein Däumchen hoch. Ja, ich bin gespannt und dann sehen wir uns, wenn du magst, nächste Woche wieder.